Hi ihr Wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich alles rund um Zucker, Zuckersucht, Heißhungerattacken und Süßigkeiten und wie wir davon loskommen und das Ganze auch noch mit ganz viel Entspannung. Ich glaube, wir kennen alle diese Zuckersucht, ja? Dieses ständige, hier ein Stückchen Schokolade, da ein kleines Stück Kuchen, da eine Cola oder was auch immer, ja? Was halt jeder gern mag. Der eine mag Gummibärchen, der andere Schokolade, der nächste Kuchen. Ich bin so ein Cola-Trinker zum Beispiel. Und so hat jeder so ein bisschen sein Laster. Und das Problem ist, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann verlangt das der Körper immer mehr und mehr. Und man kommt immer schwerer davon weg. Also ich kenne das persönlich sehr gut, dass man dann richtig hibbelig wird irgendwann am Nachmittag und denkt, ich brauche meinen Zucker. Und ich kenne es aber auch, wie es ist, wenn man das überwunden hat und davon weg ist, von diesem ganzen Industriezucker, der uns einfach nicht gut tut, der nicht gut ist für unsere Zellen, der uns keine Nährstoffe liefert, der uns schlapp macht am Ende, weil es gibt für den Moment viel Energie, dann sackt die Energie wieder rapide nach unten, das heißt, es macht uns schlapp und es schlägt sich auf die Hüften. Zellulite wird mehr bedingt durch Zucker und so, also weil Zucker übersäuert und das wiederum macht schlechtere Haut, mehr Zellulite und so weiter, auch wenn das natürlich, das weiß ich auch, ein bisschen auch erblich bedingt ist, was man für eine Hautstruktur hat und ob man mehr zu Zellulite neigt oder nicht, aber sowas begünstigt das Ganze einfach, ja, und übersäuert den Körper, das kann auch zu schlechter Haut führen, das kennen bestimmt viele, wenn man zu viel Schokolade isst und so weiter, ja. Und das sind alles Gründe, um von diesem Zucker wegzukommen. Und ich finde, der Hauptgrund ist, dass ich nicht eine Geißel sein möchte vom Zucker. Ich möchte einfach selber entscheiden, ob ich Lust auf etwas habe oder nicht. Und nicht, dass mein Körper so es braucht. Ja, es ist ja wirklich eine Sucht, muss man sagen. Und deswegen finde ich es sehr angenehm, immer wieder davon Abstand zu nehmen und davon wegzukommen. Und mir geht es jetzt wirklich nur um den Industriezucker. Natürlich, am Ende des Tages, Zucker ist Zucker, könnte man sagen, aber wenn ihr den Zucker quasi aus dem Obst zum Beispiel nehmt, dann habt ihr ja dort nicht nur diesen isolierten Zucker, sondern ihr habt die ganze Frucht, in der auch noch ganz viele Nährstoffe und Ballaststoffe drin sind. Und das wiederum kann dann der Körper ganz anders verarbeiten und aufnehmen, wie den puren Zucker. Ich sage nicht, dass Zucker der absolute Teufel schlechthin ist, aber ich sage trotzdem, es ist sehr sinnvoll, vom Industriezucker Abstand zu nehmen und das auch immer wieder und immer wieder sich zu kontrollieren, wie viel man davon überhaupt zu sich nimmt. Und es gibt natürlich ganz viel versteckten Zucker in vielen Fertigprodukten und so. Es gibt natürlich ganz den reinen Zucker, es gibt aber auch sowas wie Ahornsirup oder sonst was. Und ich finde, man sollte generell ein bisschen wegkommen von zu viel Süße. Und die Sache, die man sich erstmal, oder es gibt mehrere Tricks, die ich euch heute geben möchte, an die Hand geben möchte, um vom Zucker wegzukommen, um das auch dauerhaft zu schaffen und dauerhaft in so ein zuckerfreies, vollwertiges Leben zu starten. Und das Erste ist einfach ein Gedanke, den ich euch mal mitgeben will. Und zwar sagt man auch, wenn man sehr viel Zucker braucht, sehr viel Süßes braucht, dass einem die Süße im Leben fehlt. Und ich finde, da ist sehr viel Wahres dran. Also ich bemerke das bei mir, dass ich sehr viel mehr Zucker zu mir nehme und esse, wenn es mir gerade im Leben nicht so gut geht und wenn mir die Süße im Leben fehlt. Und ich finde den Gedanken sehr sinnvoll und sehr wichtig, denn man kann sich dann fragen, wie kann ich anders Süße in mein Leben holen? Kann ich mir Süße in mein Leben holen, indem ich mir ein schönes Buch gönne und jeden Tag in dem Buch lese, wenn ich Lust auf was Süßes habe, weil mir dieses Buch ein bisschen Süße gibt? Oder sind es Unternehmungen mit Freunden? Ist es ein bisschen mehr Auszeit für mich, ein bisschen mehr Freizeit? Ist es vielleicht ein Gang in die Sauna? Ist es mehr, was auch immer, Wellnessabende, Abende mit Freunden, ausgehen, tanzen, vielleicht Hobbys wieder aufleben lassen. Also wie kann ich mir wieder die Süße ins Leben holen und zwar nicht nur übers Essen? Das ist schon mal der erste Gedanke, den ich euch gerne mitgeben würde. Der andere Gedanke ist, bevor ich noch zu so ein paar Rezeptideen komme, ist der andere Gedanke, dass man sich mal fragen sollte, esse ich überhaupt genug? Denn ganz oft ist es so, dass der Körper Zucker möchte, denn Zucker kann er sehr schnell verwerten, sehr schnelle Energie. Und ganz oft wollen wir ganz schnell Energie, wenn er keine Energie hat, weil er zum Beispiel zu wenig Essen bekommt. Also guckt mal, esst ihr wirklich genug? Zur Not rechnet euren Bedarf aus und trackt mal 2-3 Tage mit einer App euer Kalorienaufnahme und guckt mal, ganz viele Leute nehmen viel zu wenig Kalorien zu sich oder
ernähren sich Low Carb und also nehmen gar keine Kohlenhydrate zu sich. Und Kohlenhydrate sind super Energielieferanten. Also guckt mal dahin, ob ihr wirklich genug vom Gesunden esst. Ja? Und vor allem auch, der nächste Punkt, genug Nährstoffe. Ganz oft geben wir unserem Körper auch nicht genug Nährstoffe und deswegen hat er Heißhunger. Also nehmt ihr genug Blattgrün zu euch? Habt ihr genug Proteine in eurer Ernährung? Und wenn nicht, probiert es wirklich reinzunehmen. Ich mache es zum Beispiel über grüne Säfte, indem ich morgens einen grünen Saft trinke. Das ist unfassbar, was das für einen Unterschied macht, ob ich Heißhunger habe oder nicht. Oder vielleicht ist es, dass ihr mal versucht, Gerstengras in euren Alltag zu integrieren, wenn ihr keinen Saft habt. Oder in den Smoothie einfach ein bisschen Spinat reinzugeben, mehr Grün in eure Ernährung einzugliedern, mehr Hülsenfrüchte. Also guckt mal, ob ihr eurem Körper wirklich auch genügend Nährstoffe zur Verfügung stellt. Das finde ich ist auch noch so eine Sache auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich, wie schon gesagt, der Zucker aus Früchten ist etwas ganz anderes als der Zucker aus der Schokolade oder sowas. Deswegen guckt mal, wie ihr oder ob ihr genug Obst in eurem Alltag habt. Und man kann sich das einfach angewöhnen, indem man zum Beispiel sagt, es kann auch die erste Mahlzeit des Tages Obst sein oder immer als Nachtisch noch ein bisschen Obst essen. Eine halbe Banane, ein bisschen Mandarine, ein paar Beeren oder so. So habt ihr wirklich genug Obst und Obst ist süß. Und das wiederum hilft ganz oft dabei, diesen süßen Hunger überhaupt nicht aufkommen zu lassen. Also diesen Hunger nach Kuchen oder Keksen oder sowas. Also ich finde Obst ist wirklich so wichtig für uns und liefert uns so viel Gutes. Und ihr könnt auch ein bisschen tricksen. Also zum Beispiel auf euer Obst ein bisschen Erdnussbutter geben. Natürlich die ungesüßte, ne? Also dieses pure Erdnussmus oder Mandelmus, dunkles Mandelmus auf Banane zum Beispiel. Oh mein Gott. Ihr habt gesunde Fette drin, aber keinen Zucker, also nur den Zucker aus der Banane. Super lecker zum Beispiel. Also guckt drauf, dass es eine Routine wird, dass ihr täglich Obst esst. Ihr könnt zum Beispiel auch, und das hat bei mir eine Zeit lang sehr gut funktioniert, zum Essen einen kleinen süßen Smoothie trinken. Also zum Beispiel ein Smoothie aus Beeren und einer Banane, ein bisschen Haferdrink, Wasser. Und das einfach mixen, durch die Banane ist das super süß. Und das einfach wirklich zu eurem Essen, so ein 250 Milliliter Glas, das macht nochmal zusätzlich satt. Und ihr habt dieses süße Verlangen nicht nach dem Essen. Oder wenn ihr immer jemand seid, der nach dem Essen ein Stück Kuchen will, dann trinkt nach dem Essen einen süßen Smoothie. Er hat weniger Kalorien und hat nur natürlichen Zucker. Und macht auf eine angenehme Weise satt. Also ich finde das eine tolle Sache. Wenn ihr abends jemand seid, der abends sagt, ich brauche auf der Couch einfach meine Schokolade, probiert mal aus, euch einen Kakao zu machen. Und zwar einen gesunden. Keinen Kaba, sondern einen gesunden Kakao. Nehmt irgendeinen Pflanzendrink eurer Wahl, ungesüßt, und nehmt 100%iges Kakaopulver. Am besten in Bio-Qualität. Vielleicht habt ihr auch da eine Möglichkeit. Das gibt es eigentlich in jedem Bioladen. Und rührt es rein. Und wenn ihr das so gar nicht mögt, weil ihr wirklich sagt, nee, das ist mir ein bisschen zu bitter, dann gebt einen Minischuss Ahornsirup zum Beispiel dazu. Aber wirklich nur wenig. Wir wollen ja weg von diesem viel zu süßen, ja. Oder probiert mal aus, echt diese diesen Pflanzendrink Reiskokos zum Beispiel. Der ist von Natur aus schon recht süß. Und wenn ihr da ein bisschen Kakao reingebt, das Ganze aufkochen lässt, das schmeckt so fantastisch. Ich verspreche es euch. Also das ist wirklich toll. Ansonsten gibt es natürlich auch im Bioladen Rohkostschokolade, die einfach nur mit Datteln gesüßt ist. Ist auch eine tolle Sache. Aber auch das ist etwas, wo ich sage, das sollte jetzt nicht etwas sein, was ihr immer braucht. Es ist aber eine Möglichkeit, definitiv auf sowas zurückzugreifen, genauso wie auf diese geilen, großen Medjool-Datteln, die so karamellig sind und so süß und so weich. Und davon dann aber, man braucht die Disziplin, dann sich davon nur ein, zwei Stück zu nehmen. Weil wenn ihr davon 10 Stück esst, dann kann man es auch schon wieder vergessen, weil erstens hat es super viel Kalorien und halt enorm viel Zucker, ja. Also, aber sowas sind natürlich so kleine Helferlein. Man sollte sich immer fragen, ist es besser als das, was ich jetzt eigentlich tun würde? Und natürlich sind zwei Datteln besser als die Tafel Schokolade. Und natürlich ist der Kakao, der selbstgemachte, mit einem Schuss Ahornsirup besser wie der Kaba oder besser wie der Schokokeks. Und natürlich ist irgendwie die Obstplatte nochmal mit einem Mandelmus deutlich besser wie der Kuchen zum Nachtisch. Und natürlich ist die Rohkostschokolade und so besser, ne, als normale Schokolade. Also man sollte sich immer fragen, ist es besser als das andere, wenn ihr darauf nicht verzichten könnt? Und sich so ein paar Tricks
merken und das zu Hause haben, Trockenobst zum Beispiel auch, Trockenfrüchte oder auch, worauf ich manchmal zurückgreife, ist dieser fertige Joghurt von Alpro ohne Zuckerzusatz mit Früchten. Natürlich ist es ein verarbeitetes Lebensmittel, aber es hat gute Nährstoffe und es hat keinen zugesetzten Zucker und es schmeckt mir so unfassbar gut. Und es ist mein Trick, abends nicht die Schokolade zu essen. Es ist mein Trick, nicht in die Heißhungerattacken zu kommen. Und es ist deutlich besser als alles andere, was ich sonst zu mir nehmen würde. Und wenn ihr jetzt jemand seid, so wie ich, der unfassbar gerne Cola trinkt, versucht einfach mal, statt Cola eine Apfelschorle zu trinken. Apfelsaft ist eigentlich fast immer ungesüßt, müsst ihr mal drauf gucken und den dann eben mit Sprudelwasser aufgießen und dann ist das vielleicht eine Alternative. Ja? Und es kann natürlich auch sein, dass Leute unter euch sagen, ich muss ganz oder gar nicht machen. Okay, dann greift nur auf frisches Obst zurück. Das geht natürlich auch. Aber ich wollte euch heute so ein paar Sachen an die Hand geben, die ihr umsetzen könnt. Es geht immer um Vorbereitung. Ihr müsst Obst zu Hause haben. Ihr müsst gefrorene Beeren zu Hause haben. Ihr müsst Kakao zu Hause haben. Ihr müsst euren lieblingsveganen Joghurt ohne Zuckerzusatz zu Hause haben, damit ihr natürlich die Auswahl habt und packt euch keine Schokolade nach Hause, keine Kekse, keinen Kuchen und schaut, dass ihr immer etwas habt, worauf ihr zurückgreifen könnt daheim. Also ich hoffe, es war ein bisschen eine Inspiration dabei und glaubt mir, wenn ihr das mal ein paar Tage durchgezogen habt, es wird leichter und leichter und leichter von Tag zu Tag. Meistens sind die ersten 5 Tage so ein bisschen, wenn man es gewohnt ist, immer irgendwie was mit Zucker zu sich zu nehmen, also was Verarbeitetes mit Zucker. Aber es ist eine Gewöhnungssache. Und haltet ein paar Tage durch, seid ein bisschen positiv diszipliniert und dann werdet ihr sehen, wie befreiend das ist und wie lecker auch das pure Obst schmeckt und wie süß und wie dankbar der Körper dafür sein wird. Also probiert's aus, schreibt mir in die Kommentare, was ihr sonst noch für Tricks habt, um auf den konventionellen Industriezucker zu verzichten. Und ich freue mich, von euch zu lesen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, eure Patti.